Und jetzt ist natürlich ja so, dass immer wieder, wenn du jetzt das Bild, das du vor dir hast, die klassische Form, es gibt keinen dreidimensionalen Raum. Das ist ein ausgedachtes Konstrukt, das du vor dich hinstellst. Wie groß ist der Raum in deinem Kopf? Jetzt kann ich mir natürlich einen Kopf ausdenken und sagen, ja, da werden ungefähr, was wird, die haben ungefähr 3 Liter Volumen, weiß ich nicht, 3 Liter, was wird da reingehen, 3 Liter, 4 Liter, müssten wir mal messen. Das ist ja schon wieder ein vorgestellter Kopf, ein Raum. Ja. Dass ich immer wieder sage, wenn du jetzt an deinen Kopf denkst, ist der Kopf was Ausgedachtes. Wo befindet sich der Kopf, den du dir jetzt ausdenkst? Also den Redo, sein Kopf, und Ariane, ihre Köpfe, die befinden sich jetzt in meinem Kopf. Jetzt ist die Frage, was sehe ich in meinem Kopf? An was denke ich, wenn ich an meinen Kopf denke? Ich denke jetzt an einen Schädel um mich herum, wenn ich von meinem Kopf rede. Den komischerweise, alle Köpfe, die ich mir ausdenke, stelle ich vor mich hin, außer meinen eigenen, da setze ich mich rein. Als Geist. Die fremden Köpfe sind immer vor mir, aber meine ist um mich rum. Und ich sage, du Geist bist immer das Zentrum. Du bist immer die absolute Mitte. Egal, was du um dich rumdeckst, welchen Kopf du um dich rumdeckst, das hängt wieder von deinem Wissen ab, das die Bilder aufbaut. Das ist ja genau das, was du zu durchschauen hast. Wir reden hier nur von Fakten. Darüber müssen wir mit keinen ausgedachten Trockennasenaffen diskutieren. Und ich habe das so oft erwähnt, solange du meinst, du könntest einen Gedanken von dir was erklären. Ich drücke es einmal noch krasser aus. Macht es einem Sinn, dass du einen Gedanken von dir erklärst, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst? So, und jetzt denken wir uns ganz einfach mal bei der Ariane im Wohnzimmer den Kaminofen aus. Der Kaminofen, den wir uns jetzt ausdenken, ist ein Gedanke. Verwechsel das bitte nicht mit dem kleinen schwarzen Fleck links auf deinem Bildschirm. Das ist kein Kaminofen. Also wir denken uns jetzt diesen Kaminofen von Dariane, denken wir uns jetzt aus. Macht es einem Sinn, dass ich den Kaminofen versuche zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil ich ihn jetzt denke? Wo war der die ganze Zeit? Jetzt schau mal auf deine Tastatur, und schau bitte die Taste M an. Diese Taste M ist eine Information von dir. Macht es einem Sinn, dass du dieser Taste M erklärst, dass sie jetzt nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst? Wie sieht es aus, wenn ein Trockennasenaffe, wenn du dir jetzt einen Trockennasenaffen ausdenkst? Haben wir nicht ganz am Anfang festgestellt, wo denn liegt der Unterschied, ob ich an einen Computer denke oder ob ich an einen Menschen denke? An was denke ich eigentlich, wenn ich an einen Computer denke? An ein Gehäuse, das ich mir ausdenke? Wo ich sage, da ist ein Computerchip drin, da sind Programme drin, da ist ein Bildschirm, da sind Lautsprecher drin. An was denke ich eigentlich, übrigens auch noch eine Kamera und ein Mikrofon? An was denke ich, wenn ich an einen Menschen denke? An ein Gehäuse, gut, ein biologisches Gehäuse. Betonung liegt auf logisch. Und da ist dann ein Gehirn drin, das ist der Computerchip. Wir haben natürlich auch sogar 2 Kameras, die ich mich da reinlenke. Sogar eine Stereokamera. Mikrofone sind auch 2 Stück da. Es sind Gedanken, Leute. Es sind einfach nur Gedanken. Wen erzähle ich jetzt das? Es ist ein Selbstgespräch. Haben wir uns nicht geeinigt, dass das Selbstgespräche sind, die du mit IQB führst? Ich, JCH, erkläre das jetzt meinem Sohn. Das ist das rote Ich Bin, das bist du. Jetzt ist natürlich der ausgedachte JCH und das rot geschriebene ICH sind schon wieder bloß Gedanken. Ich könnte mir jetzt die Frage stellen, macht mir das eigentlich am Witz, immer wieder dasselbe zu erzählen? Ist ganz einfach, dass wenn ich jetzt hier Geistesfunken in ihren Traum aufsuche als Udo, die noch ganz massiv glauben, sie sind eine Trockennasenaffe, dass sich da viele haben, die das schon zigfach gehört haben und die wollen es mit aller Gewalt nicht verstehen. Die wollen es nicht wahrhaben, was es sind. Da spielen so viele Parameter mit rein. Das erste ist diese Löschtaste, wo du drücken musst. Die große Erkenntnis, dass dein ganzes Wissen, das du in dir trägst, diese Intellekt, mein Führerscheinprüfungsbogen, wo ich immer wieder sage, dass das wie Besitz ist. Und es ist halt einmal in eurem Programm, in eurem Trockennasenaffenprogramm so, dass wenn dir einer Besitz wegnimmt, wirst du dich wehren ohne Ende. Und wenn du jetzt Wissen in dir drin hast, dass du dir raumzeitlich, normal, logisch ausgedacht, mühselig in Schule und vielleicht Studium angeeignet hast und jetzt kommt einer daher und sagt, schmeiß diesen ganzen Müll auf den Schott, dann wird sich was in dir spreizen bis zum Es geht nicht mehr.
Wobei ich das ja nie sage so. Ich sage, alles, was du gelernt hast, ist unheimlich wichtig. Das bietet dir ja kein anderer. Weißt du, wenn das wirklich einmal auf dich wirken lässt, die Verbesserung, die wir mit Holofeeling durchführen, ist eine Ebenenänderung in eine höhere Bewusstseinsebene. Ich muss das jetzt so für deinen Verstand ausdrücken. Und diese höhere Ebene beinhaltet alles, was auf der tieferen Ebene da ist. Wenn ich jetzt wieder sage, unsere höhere Ebene ist der Kegel, dann beinhaltet dieser Kegel den Kreis und das Dreieck. Du bist zurzeit in einer Ebene, wo irgendeiner, der wo was behauptet, was deiner Sichtweise widerspricht, du massiv allergisch reagierst, es bekämpfst oder nichts damit zu tun haben willst. Und dadurch hinderst du dich an deiner eigenen Vollkommenheit. Versteh einen einzigen Satz von den vielen Sätzen, die ich spreche, nur einen einzigen, wenn du verstehst. Wenn ich zum Beispiel sage, alles, was ich widerspricht, gibt auf einer höheren Ebene was vollkommen Neues. Und du wirst diese höhere Ebene nicht bewusst erleben, und zwar so lange, bis du anfängst, deine Feinde, das heißt, die verkehrten Sachen zu lieben, weil du weißt, ich brauche die, sonst komme ich nicht auf die höhere Ebene. Und jetzt komme ich nochmal zurück, wenn du meinen Worten keinem Vertrauen schenkst, weil noch so viel Arroganz in dir drin ist, dass du vorschnell mit Vorurteilen ja sofort weißt, dass das ein Blödsinn ist, was ich dir erzähle. Du Geist, der du mich jetzt hörst, du bist ewig. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, das zu glauben, was ich dir jetzt sage. Und was fällt dir so schwer, das zu glauben, was du überprüfen kannst? Immer wieder schau dir den Blindfeld-Vortrag nochmal am Anfang. Ich bin der Erste, die absolute Nummer eins. Und alles, was ich dir erzähle, jetzt in deiner momentanen Bewusstseinsebene, kann jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen, was wir jetzt gerade alles gesprochen haben. Geh nur diesen Gedankengang mit. Das sind keine Lügen und es ist nicht falsch. Und wenn wir in Worte machen, sage ich, dann müssen wir der Internetseite oder Buch aufrufen. Du wirst feststellen, es steht genau das drin, was ich dir erzähle. Alles, was dir deine Lehrer erzählen, deine Freunde, die gescheiten Menschen, die du dir ausdenkst, mögen die religiös orientiert sein, Betonung liegt auf dir, esoterisch orientiert sein oder naturwissenschaftlich atheistisch orientiert sein, sind Sachen, die du noch niemals gesehen hast und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und das ist jetzt hochinteressant, genau dieses Wissen redet dir laufend ein, dass der Erste, der nur das erzählt, was du eigentlich hier und jetzt sofort siehst, was du sofort überprüfen kannst, beschwören kannst ohne Meinheit, dass dieser Erste, dass ich ein Spinner bin. Das hat mir schon sehr oft das Leben gekostet, was mich überhaupt nicht juckt. Wenn du das verstanden hast, was ich dir sage, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst, schon gar nicht vom Sterben, auch nicht vom Verlust. Lust. Der Verlust ist die Lust, weil etwas, was verloren gegangen ist, weil ich es vor mich hingestellt habe, wieder zu mir zurückkommt. Genau. Alles, was du jetzt wahrnimmst, was du dir ausdenkst, das ist verloren gegangen. Und auf die höhere Ebene bekommst du erst in dem Moment, wenn alles, prinzipiell alles auf dieser Ebene wieder in dir drin ist. Du musst alles mitnehmen. Nicht nur die besonderen Sachen, die dir wichtig erscheinen. Wenn ich in den Himmel komme, dann sehe ich ja meinen Opa wieder und meine Oma wieder und so weiter und so fort. Die werden dich nicht mehr interessieren, weil das alles Trockennasenaffenlogik ist. Oder die Menschheit retten. Was ist die Menschheit jetzt? Die Menschheit ist jetzt ein Wort. Das Wort löst in dir eine Vorstellung aus, in Maßsetzung deines Programms. Wenn du hier die ganzen Schwätze, die in dir im weder real in deinem Gesichtsfeld auftauchen, diese ganzen Weltverbesserer, meistens ja nur als Pixelmännchen, die in Erscheinung treten, hochgebildete Menschen. Ich kann dir nicht oft genug sagen, ich verfüge über das Bewusstsein und den Intellekt. Den ganzen Intellekt deiner Welten. Dass wenn die den Mund aufmachen, ich sag dir genau, welches Buch sie rezitieren oder welchen Guru sie rezitieren und ich sag, hast du nicht einmal den Mut, einfach eine eigene Meinung zu haben, dir eigene Gedanken zu machen und nicht dich permanent verblenden zu lassen von irgendwelchen Figuren, die in deiner Traumwelt in Erscheinung treten? Dann kommst du nämlich genau dahin, was ich dir die ganze Zeit erkläre. Dann bleibt nur noch das über, von dem wir jetzt sprechen.